Herzlich willkommen, Leute. Wir sind wieder unterwegs. Guten Tag, Flore. Flore und ich sind heute wieder am Kanal. Ja, wir haben immer noch Schonzeit. Aber die Sonne scheint und da haben wir uns gedacht, oh ja, kann es ja mal wieder losgehen. Wir haben uns heute Tauwürmer eingepackt. Gell? Genau. Flore bastelt schon mal seine Route zusammen. Bisschen mit Dropshot und Tauwurm. Vielleicht finden wir ja die Barsche. Ja, ich bin gespannt. Wir hoffen, heute geht was. Ja, aber das Wetter ist ein Traum. Wir haben heute 15 Grad. 15 Grad im Januar. Ja, ne? Oh, ja, kann man mal machen. Kann man machen. Klimaerwärmung des Grüßen. Ja. ja. Genau, wir bauen zusammen und dann melden wir uns gleich wieder. Also es geht schon mal gut los auf jeden Fall. Flora hat seine ganzen Sachen vergessen. Jetzt muss er erstmal ein paar Vorfächer basteln. Ja, beziehungsweise heißt, eins. Eins reicht, hoffe ich. Ja, Flora hat irgendwie seine Tasche nicht am Start. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo die dann sein sollen. Müssen wir mal zu Hause dann mal gucken. Das ist ein bisschen blöd, weil da echt alles drin ist an Utensilien. Ja. Ah, aber du hast die geilen Haken. Ja, oh, ja. Damit fängt Flora bestimmt wieder vor mir ein Fisch. Ich wette mit euch. Also ich fange schon mal an, während Flora nämlich seinen Haken noch zusammenbaut hier. Seine Vorfächer. Sein Vorfach. Sein Vorfach zusammenbaut. Vielleicht fange ich ja schon mal einen Fisch. So. Ich habe mein Vorfach zusammengebastelt. Mariana schon zu Gange. Wo ist der erste Fisch, ne? Das Gute ist, die Grundeln sind auch nicht mehr so am Start, ne? Ja, du kannst es schön tief einstellen. Also den Wurm tief. Ja, ja. Über den Grund, ja. Ich teste. Ja, ich werde jetzt gleich erstmal hier schön in die Ecke da reinwerfen. Unsere Freunde, die Wasserschutzpolizei, sind auf dem Weg. Oh. Ich hoffe, du hast dein Papier ausgefüllt. Oh ja. Das habe ich. Ja, weiter geht's. Yes. Ich fange jetzt auch an. Also, wir dürfen uns jetzt nicht lange hier aufhalten lassen, wenn nichts beißt. Und gleich weitergehen an die nächsten Stellen, weil die Sonne spielt. Wir haben echt nicht lange Zeit. Also wir sind recht spät losgekommen. Ich schätze mal anderthalb Stunden oder so, ist jetzt noch hell. Ist nicht viel Zeit beim Angeln, wisst ihr selber, ne? Wisst ihr selber, ja. Jeder, der angelt, weiß das, dass eine Stunde beim Angeln nichts ist. Nee, das stimmt. Genau. Ja, Flore, nicht lang labern, wir gehen weiter. Flore ist kaum angekommen und legt schon gleich los. Ja. Petri. Oh Gott, die Sonne steht schon so tief, ey. Das ist so scheiße im Winter. Aha, genau, wir haben Schonzeit, ne? Deshalb sind wir jetzt auf Barsch unterwegs. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Vielleicht doch, ich weiß es nicht. Naja. So, aber für mich geht es jetzt auch los. Wurm ist dran. Und ab geht's. Wie ist die Lage? Die Lage ist... Ich glaube, man sieht schon an seinem Gesichtsausdrücken so. Bisher noch nicht so gut. Nee, wir sind jetzt einfach mal schnell fix die Schwundwandbank gegangen. Keine Bisse gehabt, also weiter. Jetzt sind am nächsten Spot. Da ist auch ein bisschen flacher. Schauen wir mal, ob da vielleicht Barsche sind. Ja. Also mir fehlt ein halber Wurm. Ich habe auch keinen Biss gemerkt, keine Ahnung. Ja, wir können es auch gleich nochmal an der Steinpackung. Ist auch sehr windig, muss man sagen. Ja. Was wollte ich gerade sagen? Achso. Steinpackung? Ja, genau. Wir müssen nochmal gleich an der Steinpackung probieren, an der Kante oder so. Yes, yes, yo. Jo. Mal sehen. Irgendwas muss ja heute noch gehen, oder? Irgendwas. Jo. Jo. Sonst lege ich die Wurm auf den Grund und hoffe, dass ich da noch eine Grundel fange. Nein, die möchte ich nicht. Aber nächstes Jahr
Jetzt laber ich schon vom nächsten Jahr. Ja, wir haben ja schon nächstes Jahr. Seit einem Monat sind wir im neuen Jahr und Jana redet immer vom nächsten Jahr. Mein Gehirn ist das noch nicht angekommen. Ja. Blondie brauchen wir ein bisschen länger. Also, dieses Jahr wollen wir auf jeden Fall ein Grundel-Kochvideo starten. Ja, ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Weil wir wollen das auf jeden Fall mal testen, weil wir noch nie Grundel gegessen haben. Noch nie. Soll ja ganz gut schmecken. Ja. Haben wir schon von mehreren Leuten gehört. Oh Gott, mein Arm fällt ab. Wir melden uns, wenn wir gleich wieder am Spot sind. Bis gleich. So, jetzt ist es soweit. Flora hat einen Barsch. Jo, der sieht gut aus. Ja. Petri. Petri, danke. Yay. Cool. Nice, Flora. Nice. Wir haben die Barsche gefunden. Ja. War leider ein bisschen klein, glaube ich, der Fisch, oder? Oh, 25 könnte er haben. Der sah echt gerade ein bisschen größer aus. Oh, ich habe noch voll die Matsche an den Händen, weil ich eigentlich gerade dabei war, einen neuen Tauwurm raufzuziehen. Und was passiert dann natürlich wieder, wenn Jan wieder nicht am Angeln ist? Dann fängt Flore wieder einen Fisch. Ein Traum. Schöner Winterbarsch. Supi, Flore hat die Barsch gefunden. So, also der Spot hat jetzt leider nur den einen Fisch gebracht. Jana hat dann noch fleißig weiter geangelt. Ging nichts, ne? Nein. Wir gehen jetzt wieder ein kurzes Stück weiter, ne? Also wir müssen ein bisschen Strecke machen heute. In der kurzen Zeit, die wir haben. Ja, das stresst so ein bisschen, ja, ne? Gehen jetzt nochmal hier kurz in das Wendebecken an die Ecke. Ja. Gucken da nochmal, dann gehen wir nochmal rüber an die Steinpackung. Ja. Aber Tauwurm ist eigentlich immer gut auf Barsch, auch im Winter. Habt ihr ja in den Dresden-Videos gesehen. Und auch jetzt wieder. Ja, das wunderbar. Man muss die halt einfach finden, die Barsche. Ne? Jetzt war hier leider nur ein einzelner Fisch. Ja, vielleicht haben wir noch Glück und finden noch ein paar mehr. Schauen wir mal. Genau, warte mal. Hey, ich muss euch irgendwie auch zeigen, dass ich auch angeln kann. Ja, ja, fangen wir hier an. Sieht das schon wieder so aus, als ob Jan an der Ecke. Okay. Hier ist gerade der Knick. Hier habe ich auch schon mal Barsch gefangen. Wenn er das sagt. Dann muss beim ersten Wurf was drin sein. Und? Keine Bisse. Oh nein. Bisschen Geduld. Und weiter geht's auf die andere Seite zur Steinpackung. Ja. Dun, dun, dun. Ja, Leute, ihr könnt ja mal sagen, was habt ihr denn dieses Jahr schon so gefangen? Würde uns mal irgendwie interessieren. Trotz Schonzeit. Ja. Vielleicht gerade in der Schonzeit. Karpfen kann man doch eigentlich auch in der Schonzeit angeln, oder? Ja, theoretisch kannst du das ganze Jahr angeln, aber das Wasser ist zu kalt für Karpfen. Die stellen das Fressen ein. Irgendwo habe ich neulich, glaube ich, ein YouTube-Video gesehen, da ist es dann in Schonzeit auf Karpfen. Puh. Also ich bin jetzt kein Karpfenexperte, nee. Aber das ist definitiv keine Karpfensaison. Auf jeden Fall habe ich es gesehen. Verdammt. Ich lieg fest. Ab geht's über die Brücke. Oh, hier ist übelster Wind. So,
Kescher hält noch. Da fühlt man sich fast wie an der Nordseeküste. Oh ja. Das ist auch so ein Grund, warum wir jetzt heute unterwegs sind. Es ist zwar windig, aber kein Regen. Morgen soll es windig sein und regnerisch. Ja. Ein einsamer Schwan da hinten. Schöner Mittellandkanal. Zieht es euch rein. Ja. Ist auch nicht schön. Oh yeah. So. Neuer Spot, Steinpackung. Steinpackung und Brücke. Gute Kombination. Sehr, sehr gute Kombination. Hier haben wir damals die Taube gerettet. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt. Mhm. Beziehungsweise Flora. Bei Instagram hatten wir das thematisiert, ne? Stimmt, haben wir gar nicht. Video leider nicht. Kein Video von. Das war eine ganz kleine Babytaube, die ist hier aus dem Nest gefallen. Die war richtig flauschig. Und dann bin ich da oben hochgeklettert und habe sie wieder zu ihren Kollegen gesetzt. Ist schon, wie viele Tauben haben wir schon gerettet? Drei, ne? Zwei auf jeden Fall. Eine ist mal fast ertrunken, die haben wir gerettet. Dann hatten wir mal eine, die... Was war mit der denn nicht richtig? Die ist auch komisch rumgerannt. Und dann einmal die, die hier aus dem Nest gefallen ist. Ja. Er hat tatsächlich nur gedreht, ne? Was? Gabi 1. Hat nur gedreht? Anscheinend. Auf der Seite bin ich noch nie gegangen, hier ist das voll cool. Ja. Stau. Ja, ja. Mal gucken, ob ich heute wieder abschneide hier. Flora hat sich ja Gott sei Dank entschneidert mit seinem Barsch. Aber ja. Boah, ist das windig, ey. Ist gut, dass wir ein gutes Mikro haben, sonst könntet ihr uns jetzt überhaupt gar nicht verstehen. Und ich hoffe übrigens auch, dass dieser Sommer nicht wieder so ein Sturmjahr wird wie letztes Jahr. Das war eine Katastrophe. Nur Wind. Jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Oh. Alter Vater, was? Ist das unangenehm? Oh Gott. Also. So ist das nicht morgen wahrscheinlich noch? Ja. Noch schlimmer. Ja, okay, so. Nochmal Spundwand jetzt? Ja, vielleicht sind ja noch seine Freunde. Seine Freunde? Einsamer Schwan. Was? Der einsame Schwan da. Jana fliegt fast weg, guckt ihr euch das an. Jetzt kurz vorm Dunkelwerden wird es nochmal richtig. Eklig. Boah, ey, der Sturm sauer richtig. Guck mal, der Schwan. Oh, ja. Seine Federn werden so das richtig. Schon die ganze Zeit rum. Ja, nee, wir haben jetzt nochmal einen weiten Weg auf uns genommen. Wir sind nochmal hier wieder zurückgegangen an die großen Brücken. Probieren wir hier nochmal an der Spundwand. Und gleich nochmal an dem Flugtor. Also, wir haben geplant, gleich loszugehen und in dem Moment hat dieser Monsieur hier einfach schon wieder einen Fisch dran. Aber leider ab. Zu knapp gehakt einfach. Nicht gut ganz gehakt. Vorsichtig gebissen und dann halber Strecke ist er wieder ausgestiegen, aber war gar nicht schlecht. Hm. Das ist gut angefühlt, der Fisch. Ja, vielleicht beißt er jetzt bei mir noch. Ja, wird jetzt auch langsam dunkel, deswegen wollten wir jetzt eigentlich auch Schluss machen. Dann jetzt noch einen kurzen Moment weiter bis in die Dunkelheit. Wenn jetzt noch was geht, dann schneiden wir das noch mal kurz rein. Ja, und ansonsten verabschieden wir uns jetzt schon mal, ne? Ja. Also, ja. Wir machen es ja so, dass wir euch trotzdem immer mitnehmen, ne? Und zeigen, wie es halt so ist. Ja, mitten im Winter halt, ne? Mhm. Aber ein Barsch war ja drin. Das ist schon mal richtig gut und kein schlechter, muss man sagen. Ja, war ein guter Barsch, ja. Das wäre schön. Ja. Leider nicht für mich. Ja. Ich muss auch mal wieder einen Fisch fangen, glaube ich. Ja, die neue Saison wird auch für dich wieder schön Fisch fangen, ne? Ja. Ja gut, das Jahr ist schon mal gut gestartet mit meinen Hechten. Das habt ihr jetzt ja schon gesehen. Wenn nicht, dann klickt nochmal in unser Niederlande-Video rein. Genau, das war ein cooler Trip auf jeden Fall. Ja, genau.
Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.